Und wir begrüßen unsere beiden Spieler Malte Delo und Lorenz Brennecke. Hallöchen, auf der Lotto Berlin Fantalk Bühne, einer rechts, einer links. Sehr gut. Die Spieler liegen jetzt alle in der Kabine übereinander, weil sie nicht mehr können, oder wie sieht es in der Kabine aus? Sie müssen doch alle kaputt sein. Ja, das kommt schon ungefähr so hin, würde ich sagen. Aber wir sind ja noch da. Aber ja, mal gucken. Jung und kräftig und ihr fordert die auf jeden Fall ja auch immer im Training und auch heute wieder. Das war wichtig gegen Göttingen. Vor einem guten Monat gab es dann eine Auswärtsniederlage. Inwieweit hat euch das als Team irgendwie noch ärgerlich gemacht und das würde die Leistung heute erklären? Also wenn man gegen Teams verliert, ist es natürlich immer ein extra Ansporn, wenn man das nächste Mal gegen die spielt. Und vor allem hat man da auch eine persönliche Beziehung dann zu den Leuten, weil man die ja schon kennt und weiß, die haben einen geschlagen und da ist man dann vielleicht nochmal extra motiviert, um dann im nächsten Spiel noch ein bisschen härter reinzugehen, noch ein bisschen mehr zu versuchen. Extra motiviert wart ihr heute sicherlich auch gegen Bennett Hund, der reinkam und ein tolles Spiel gemacht hat. Wie ist deine persönliche Beziehung zu Bennett Hund und hat die heute gelitten? Oh, gelitten hat sie nicht, nee. Also auf dem Basketballfeld sind die Sachen bleiben da. Also das ändert ja nichts daran, wie wir privat sind. Und ja, ich kenne Bennett seit 3 Jahren jetzt inzwischen und aus der Benau-Zeit halt. Ist ein super Typ, ich habe eine super Beziehung zu dem und es macht einfach Spaß, auch gegen den zu spielen jetzt wieder und zu sehen, wie gut er sich entwickelt hat. Gönnt man ihm das dann, dass er hier einen guten Auftritt hat in Berlin oder gönnt man niemandem auf einem anderen Team irgendwas? Doch, natürlich. Also Bennett bin ich ja auch noch eng im Kontakt mit. Also ein bisschen. ja, und auf jeden Fall gönne ich ihm das. Also hat er super gemacht heute. Wie geht's dir inzwischen, Lorenz? Wir haben uns jetzt, glaube ich, ein paar Wochen hier auf der Fantalk-Bühne nicht gesehen. Wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut. Und selber? Auch sehr gut. Ich stehe ja ständig hier, deswegen. Du hast ganz schön an Muskelmasse auch zugelegt, stimmt das? Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber wenn du das sagst, freut mich. Okay. Du nimmst ja auch dann durchaus die Rolle ein, die sonst im Spiel auch Luke Sigmar spielt, oder? Wenn im Alba-Spiel. Was ist dann dein Plan, den du von den Coaches bekommst? Ja, ich versuche mir halt so viel wie möglich von ihm abzugucken, weil er ist ein klasse Spieler und ja, versuche das dann umzusetzen auf dem Spielfeld. Das haben wir schon mal mit Tim Schneider besprochen, der das auch dann die gleiche Rolle dann spielen sollte wie Luke. Das ist ja auch diese unglaubliche Bewegung, die er macht, auch diesen Po so rausstrecken, Gegner abprallen lassen und so. Was macht Luke Sigmar aus deiner Sicht? Also er hat einfach ein unglaubliches Verständnis für das Spiel und macht einfach seine Mitspieler viel besser. Auch wenn er nicht immer sehr viel scored, macht er manchmal trotzdem, aber die Spieler um ihn herum sind einfach viel besser durch ihn. Alle Spieler werden ja irgendwie hier in diesem Dunstfeld, in diesem Team immer besser. Ihr arbeitet auch mit Individualtrainern. Was würdest du sagen, was bei dir jetzt besonders besser geworden ist durch die Arbeit zum Beispiel mit Carlos Frade? Das Lesen des Spiels, also wir arbeiten viel daran, den Ball zu fangen und schon vorher die Entscheidung zu treffen und wegzugucken quasi, wenn man den Ball fängt und schon dann zu wissen, was man macht. Und das hilft einem beim Spiel extrem, weil man ja dann sozusagen eine Sekunde dem Gegner voraus ist und dadurch viel bessere Entscheidungen treffen kann, die dann auch viel besser im Spiel umzusetzen sind. Also das würde ich sagen, hat mir extrem geholfen jetzt in der Arbeit mit Carlos. Dabei muss ja aber auch jeder deiner Mitspieler mitmachen, oder? Wenn da einer aus diesem System rausfällt, dann ist schon alles hinfällig, oder? Ja klar, also aber wir arbeiten ja alle mit ihm zusammen und auch alle mit Coach Aito, deswegen sind wir da schon alle auf derselben Seite und wissen alle, was wir machen. Und ja, im perfekten Fall machen wir dann alle eine Sekunde vorher die Sachen und die Gegner kommen nicht mehr mit. Ja, da arbeiten wir dran. Ihr spielt wahnsinnig schnell und da muss, wie gesagt, alles irgendwie funktionieren und trotzdem schimpft ihr wenig miteinander auf dem Spielfeld eigentlich. Seid ihr einfach so gutmütige Menschen oder wie ist das zu erklären? Ja, also wir sind auf der einen Seite natürlich gutmütig, aber es bringt ja auch nichts, jetzt den anderen da anzumachen. Dadurch, dass wir alle im selben Team spielen, wollen wir alle dasselbe Ziel und es macht ja keiner absichtlich Sachen falsch. Und deswegen sagen auch alle immer einfach, wenn man einen Fehler macht, ja, passiert, weiter geht's, weil das nützt ja auch nichts, dann der Vergangenheit hinterher zu rennen. Und man muss einfach in die Zukunft gucken, das nächste Play, den nächsten Korb. Und ja, also die sind super Typen alle und das hilft uns. Wie anstrengend ist das, diese Selbstfindung auf dem Feld dann auch zu spielen? Ist das komplett anders als das, was du bisher die letzten Jahre gespielt hast? Also Aito, dieses freie Spiel. Ja, schon würde ich sagen. Also da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber wie gesagt, mit den Mitspielern ist das alles viel einfacher und das kommt auch mit der Zeit. In einer Woche hier Pokalfinale, was bedeutet das für das Team von Alba? Eine ganze Menge, würde ich sagen. Wäre mal schön, wenn wir wieder einen Titel holen, würde ich sagen. Und was muss man da gegen Oldenburg besonders gut machen, damit nicht Oldenburg am Ende hier steht und feiert? Ich würde sagen, vor allem Mahal Basic aus dem Spiel nehmen. Also der kreiert sehr viel für das Team. Und wenn wir den unter Kontrolle haben, denke ich, haben wir eine gute Chance. Was glaubst du, was das Erfolgsrezept gegen Oldenburg sein könnte?
dass wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken, also schnell spielen und die gar nicht ins Spiel kommen lassen. Und ja, halt mal Basis ist natürlich extrem wichtig, aber auch die anderen, Ricky Paulding, einfach den zu kontrollieren, der hat uns im letzten Ligaspiel extrem wehgetan. Und ja, wenn wir die alle unter Kontrolle bekommen und schnell spielen, unser Spiel spielen, glaube ich, sitzen wir hier am Ende und feiern. Und wahrscheinlich besonders wichtig, auch zu Hause zu spielen, in der Atmosphäre, die ihr kennt. Ja, na klar. Also die Fans sind extrem wichtig, auch heute wieder. Und also jetzt in Oldenburg zu spielen, wäre nochmal was ganz anderes. Okay, dann Dankeschön, viel Erfolg dafür, für die nächsten Tage, für die weitere Zeit. Malte Delo und Lorenz Brennecke, Dankeschön.